gut, also zum Ende der Stunde möchte ich ganz gerne noch ein wichtiges Thema mit euch besprechen. Beziehungsweise Miley. Gehst du immer nach vorne? Was kommt denn jetzt? Ich war jung und brauchte das Geld nochmal oder was? Alex, halt doch einfach mal den Mund und hör zu, ja? Gut. Also, Leute, ich wollte mich eigentlich entschuldigen für den ganzen Stress, der wegen mir passiert ist. Und besonders bei dir, Alexa, wegen dem Geld, was ich dir geklaut habe. Frau von Wiesenau meinte, ich soll einfach ehrlich sein. Deswegen sage ich euch jetzt einfach die Wahrheit, warum ich das alles getan habe. Meine Schwester ist sehr, sehr krank und meine Familie, meine Eltern haben halt nicht das Geld, um meiner Schwester einen Rollstuhl zu holen. Meine Schwester leidet an einer Muskelschwäche. Und anfangs war das halt alles nicht so schlimm. Sie war halt öfter mal erschöpft, ist gestolpert. Mittlerweile kann sie einfach gar nichts mehr. Und deswegen habe ich halt auch das Geld geklaut, um zu gucken, dass ich ihr irgendwie einen Rollstuhl organisieren kann, damit es ihr vielleicht irgendwie ein bisschen besser geht. Ihr kennt jetzt alle die Wahrheit. Und mir ist das auch eigentlich egal, ob ihr denkt, ich bin eine Diebin. Aber so schlimm, wie ihr wahrscheinlich alle denkt, dass ich bin, bin ich gar nicht. Und Miley, bleib doch eben noch mal hier, ja? Hat irgendjemand Fragen? Oder möchte sich mal zu diesem Thema äußern? Rosa. Frau von Wiesenau und Miley, also ich finde das schon echt krass. Und ich denke, den anderen geht's genauso. Wie wäre es, wenn wir einfach Miley helfen können und ihrer Schwester? Ich wär auf jeden Fall dabei. Ja, dann lass uns doch alle mal eine Runde brainstormen, wie wir Miley und ihrer Schwester helfen können. Und die beste Idee, die bekommt ein Freigetränk aus der Kantine von mir. Na los! Frau von Wiesenau, wie wär's denn mit einer Fußball-Charity-Aktion? Oder Charity-Strippen in der Fußgängerzone? Genau. Nein, ich stelle einfach einen Fotokalender von mir zur Verfügung. Ich glaube, damit kriegen wir richtig viel Kohle. Irgendwer eine sinnvolle Idee? Das war sinnvoll. Rosa. Ich glaube, ich hätte die sinnvollste. Wie wär's, wenn wir einfach für Miley und ihre Schwester als Klasse eine Spendenaktion machen? Wie? Direkt drauf. Mega. Super. Gut. Miley, das wird schon okay. Ich bin wirklich stolz auf die Klasse. Wenn es drauf ankommt, dann beweisen die Kids, dass sie zusammenhalten und dass auch ganz viel Gutes in ihnen steckt. So, entschuldigt, dass ich ein bisschen zu spät bin, aber ich habe mal was besorgt. Das ist ja heute der letzte Tag vor meiner Probezeit hier. Und deswegen dachte ich, ich bringe euch ein paar Sweets mit. So, hier. Geil. Hans, ich hätte gerne die Frühchenbeers. Klar, hier. Oh, geil. Hier. Das ist ja der Hammer, ey. Frau Holmes. Was wird das hier? Karneval? Nee, ich habe ja sozusagen das Ende meiner Probezeit, deswegen dachte ich, ich bringe den Kids mal ein paar Sweets mit. Mhm. Und ich dachte, ich frage sie mal, was das hier soll. Das ist die Schulhomepage, Frau Holmes. Richtig, der Schulchat. Und was steht da, wenn Sie das lesen? Hashtag keine Vorurteile. Sie haben damit die gesamte Schulhomepage lahmgelegt. Das ist schon wieder mal ein Alleingang, ohne es mit mir abzusprechen. Ist das jetzt neuerdings Ihr Ding? Ja? Mich zu übergehen? Frau Holmes, ich wusste davon auch nichts. Bei mir das auch keiner abgesprochen. Aber ich verspreche Ihnen, ich werde den Schuldigen finden und mir zur Brust nehmen. Wirklich. Das Schulamt ruft an. Herr Hillmann vom Schulamt. Ja. Ja, na klar, ich hab's ja eingespeichert. Was gibt's? Sie rufen wegen der Homepage an. Ja, wir haben da mal was ausprobiert. Nein, wir können das natürlich wieder wegmachen. Ja, na klar. Herr Hansen, tut uns echt leid. Wir wollten das gar nicht. Jungs, halb so schlimm. Macht euch keinen Kopf, ja? Ist eh schon alles gelaufen. Aber danke. Wenn Sie wollen, dann reden wir mit meiner Tante. Wir machen ihr klar, dass Sie damit nichts zu tun haben. Das Ganze ist ja auf unserem Mist gewachsen. Ja, genau, Herr Hansen. Also, wir wollten Ihnen damit echt nicht in den Rücken fallen, ne? Wir wollten Ihnen ehrlich nur helfen. Ja, nur helfen. Was soll noch passieren? So, Leute, hört mal bitte.
alle zu. Wenn ihr jetzt ein paar Karma-Punkte sammeln wollt, dann spendet ihr fleißig Geld, okay? Wir wollen ja alle nicht unter der Brücke landen. Und? Was kriege ich hierfür? Könnt ihr euch vielleicht was Heißes einfallen lassen? Vielleicht lasse ich noch mehr springen. Komm, sei ein Guter. Sei nicht so einer. Gut, dass du nicht so einer bist. Was mit euch? Habt ihr Lust, einem 11-jährigen Mädchen zu einem Rollstuhl zu verhelfen? Das hätte ich alles formulieren müssen. Okay, spendet doch einfach was. Das Geld gibt ihr auch sonst auch nur für Zeug in der Kantine aus. Oh, komm. Ja. Schluss. Meine hat den Diebstahl gestanden. Was? Ja, und im Endeffekt hat sie auch alles nur für ihre Schwester getan. Und jetzt sammeln die Schüler Spenden für sie. Die Kiel ist immer da. Ja, wir sind großzügig. Danke. Mein Taschengeld. Ja, wollte mir eigentlich Primobil noch kaufen. Genau. Der sieht auf jeden Fall ziemlich harmonisch aus. Also scheint das richtig gemacht zu haben, ne? Danke, gleichfalls. Ja, unser Sozialprojekt ist anscheinend voll aufgegangen, Mann. Auch danke, dass ihr echt immer für mich da wart, obwohl ich echt viel Scheiße gebaut habe. Kein Problem. Sehr gern. Hi. Ich gebe nichts in die Box, weil Miley die 300 Euro, die sie mir geklaut hat, behalten kann. Echt? Dankeschön. Echt danke, unnormal nett von dir, Alex. Okay, wir wollen es nicht direkt übertreiben, oder? Neue BFFs werden wir trotzdem nicht. Und wenn ich mit meiner Kohle jemandem Bedürftigen helfen kann, dann mache ich es halt. Ich bin ja kein Unmensch. Das nenne ich doch mal ein versöhnliches Ende des Sozialprojektes, oder? Wer hätte das erwartet? Am Anfang war es so grausmäßig, aber schönes Ende. Ich muss ja leider sagen, ich war jetzt auch kein gutes Vorbild in so in vielen Sachen, aber ich dachte, ich wäre schon Wackelkandidat, aber freut mich. Papa, der Papa, die Schüler lieben dich. Du bleibst an der EFG. Hey, meine Lieben, Geil! Wir haben insgesamt 250 Euro zusammen und mit dem Geld von Alexa hast du 550 Euro für den Rollstuhl deiner Schwester. Oh, mega! Krass. Ja, ich hoffe, dass alles gut klappt und dass ihr einen tollen Rollstuhl bekommt. Ich weiß echt nicht, wie ich mich bei euch bedanken soll. Ihr seid echt alle der absolute Wahnsinn. Und ich werde euch auf jeden Fall Bilder schicken von meiner Schwester mit ihrem neuen Rollstuhl. Auf jeden Fall, mach das. Cool! Ich habe auch was auf dem Herzen. Lass mich mal bitte durch. Felix, mein Bruder. Ja. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ja. Ich war echt assi zu dir. Und ehrlich gesagt, ist mir echt scheißegal, wo du wohnst, Mann. Und ich werde dich jetzt jeden Tag besuchen. Echt? Na, vielleicht nicht jeden Tag. Aber jeden zweiten Tag. Und dann, aber nur mit Bodyguard, weißt du? Ja! Okay, geil, Alter. Okay, mega, mega. Riechst du gut. Ey, danke dir, danke. So, ich geh wieder auf meinen Freund. Was war ein geiler Tag heute. Somebody called for the Queen. Heute ist so ein geiler Tag zum Tanzen. Hier, für dich, geht auf mich. Alexa, du hast ja heute deine Spendierhosen an. Ich meine, die kann sich doch sonst nichts leisten. Okay, wie dem auch sei, hoffe ich, dass du sehr viel Spaß mit dem deine Schwester mit dem Rollstuhl. Wir wissen, was du meinst. Okay, deswegen würde ich sagen, lass uns doch mal ein paar Selfies machen als Erinnerung, oder? Selfies. Und jetzt Party! Was ein geiler Abend. Jetzt müssen wir nur noch dem Hansen die Daumen drücken, dass er bleiben darf. Cheers. So, Herr Hansen. Ich werde auf jeden Fall über Ihre Argumente nachdenken. Und ja, am Ende ist das Projekt ja auch wirklich gut gelaufen. Was ich zumindest daraus entnehme, was die Bilder sagen, die mir Alexa und Miley geschickt haben aus der Bar. Aber dennoch, also ihre gesamte Probezeit, die war so ein bisschen holprig.
so insgesamt gesehen. Ewig diese Alleingänge und sie sprechen einfach nichts, aber auch nichts mit mir ab. Ja, klar. Und was heißt das jetzt für mich genau, Frau Holmes? Das heißt, dass ich mir noch gerne Zeit nehmen möchte für meine Entscheidung. Ja, klar, dann. Also vielen Dank fürs Gespräch und dann warte ich einfach auf Ihre Antwort. Na gut, ich bin dann weg. Ciao. Und? Also, was heißt das jetzt? Immer noch kein Go, oder wie? Ja, also generell ist das Gespräch jetzt gar nicht so schlecht verlaufen, aber was ich viel mehr aus dieser stressigen Woche rausnehme, ist einfach, dass ich finde, wir beide waren einfach ein super Team und das ist mir viel wichtiger als so ein Vertrag. Hey, das ist doch selbstverständlich. Ja, also selbstverständlich finde ich das ehrlich gesagt gar nicht, Thea. Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal mit einer Frau so harmoniert habe wie mit dir. Und das bedeutet mir schon wirklich sehr viel. Ja, deswegen wollte ich dich auch was fragen. Also ich weiß ja auch eigentlich auch schon deine Antwort. Komm, spuck schon aus. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das letzte Mal das einer Frau gefragt habe. Also so gefühlt in der Grundschule. Und ja, ich wäre gerne so mit dir so ein richtiges Pärchen und nicht nur so Friends with Benefits. Weißt du, was ich meine? Und deswegen wollte ich dich fragen, ob du vielleicht Lust hättest, mit mir eine richtige Beziehung zu führen. Emily? Zeig mir bitte sofort, was du da gerade in den Schmidt getan hast. Ich bin mir sicher, dass das der Lösungsbogen für die Klausur gewesen ist. Oh Mann, was soll das? Warum kommen Sie mir andauernd mit dieser blöden Klausur? Mann, ich hab nicht beschummelt. Ich hab einfach nur gelernt. Jetzt lassen Sie mich jetzt reden, Mann. Dann machen Sie ihn selber. Das ist der Lösungsbogen, ich wusste es doch. Hey, Quatsch, das... Das ist Betrug. Warte mal, Frau Holmes, haben Sie sich eigentlich schon entschieden, ob Sie mit Herrn Hansen jetzt verlängert werden oder nicht? Ach, der Herr Hansen, ja. Hansen, das ist eine schwierige Problematik. Diese Entscheidung ist auch nicht so einfach. Ja, da möchte ich mit Ihnen nicht tauschen. Ich möchte Sie auch immer an meiner Seite haben. Ha, ist das der Lösungsbogen? Ist er wieder aufgetaucht?